Bernd Neuendorf, der Präsident des DFB, ist bei uns. Was sagen Sie denn generell erstmal zu der Stimmung heute im Magdeburger Stadion? Ja, unfassbar. Das ist wirklich überragend und zeigt die unglaubliche Identifikation dieser Stadt und der Menschen hier mit dem Verein. Das ist großartig. Ottmar Schork, der Geschäftsführer Sport, der hat uns verraten, dass Sie ja schon mal im Januar sich ausgetauscht haben über den Tag heute. Da waren Sie allerdings noch nicht Präsident. Hat Sie das noch heißer gemacht, die Kandidatur zu holen? Nein, also ich gehe grundsätzlich gern zu solchen Traditionsvereinen, das muss man sagen, wo die Stimmung einfach da ist. Und das ist das Salz in der Suppe beim Fußball, das merkt man ja hier. Das ist toll. Wie sehr begeistert Sie die dritte Liga allgemein? Ja, ich finde das sehr, sehr spannend, die dritte Liga, das sage ich immer, weil in diesem Jahr jetzt nicht, weil der FCM so überlegen war, aber die anderen beiden Aufstiegsplätze sind noch, oder Relegationsplatz ist noch sehr umkämpft, der Abstieg ist noch sehr spannend, also das wünscht man sich in jeder Liga, also ist sehr eng beisammen, die Vereine, und ja, also das ist eine ganz, finde ich sportlich gesehen, unglaublich spannend. Magdeburg verlässt natürlich jetzt die dritte Liga, bekommt jetzt auch gleich den Meisterpokal überreicht, gerade findet der Aufbau statt. Dass Sie ja diesen Verein in der dritten Liga verlieren, ist natürlich schade für das Produkt an sich, aber erhöht ja auch nochmal die Strahlkraft des Ostens. Wie würden Sie die aktuell bezeichnen? Also ich finde es ganz toll für Sachsen-Anhalt, auch für das Bundesland insgesamt. Das hier war bisher kein Zweitligist oder lange nicht mehr. Und der FCM war ja abgestiegen und dann jetzt wieder die Rückkehr. Das ist insgesamt für die Region, glaube ich, schon sehr, sehr wichtig. Und das gibt spannende Duelle, hoffen wir, dass Dresden auch noch die Liga hält und Rostock ist in der zweiten Liga. Das ist, glaube ich, toll für die neuen Länder und für die alten traditionsreichen Duelle. Was werden Sie jetzt den Magdeburgern mit auf den Weg geben bei der Übergabe? Ja, ich hoffe wirklich, dass sie sich die Atmosphäre auf jeden Fall erhalten können in der zweiten Liga und dass sie das schaffen, auch den Verbleib da zu realisieren und ja, dass man dann irgendwie jetzt auch einfach mal ein paar Jahre in der DFL dann verbringen kann. Und wenn Sie dann wiederkommen in der zweiten Liga? Ja, unbedingt. Immer gerne. Ja. Herzlichen Dank, Bernd Neuendorf.